first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings until fate intervenes. Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead woman. Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Conan Exiles. Eigentlich im Koop. Also das heißt, mein Cousin wird irgendwann mitspielen. Aber heute mal nicht. Ich daddel das Spiel quasi an. Ich bin zwei Schritte schon gelaufen und habe mir eine Axt gecraftet. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Ich habe die Einstellung eigentlich musikleiser gemacht, aber hat nicht so ganz funktioniert.
Oh, okay. So, da wären wir. Ich habe mir Handschuhe gecraftet, Schuhe gecraftet und Axt und sowas gecraftet. Eigentlich hatte ich hier... Warte mal, Einstellung, pass auf. Wir gehen nochmal kurz... Hat die Grafik jetzt noch nicht ganz geladen? Wir sehen irgendwie so milchig gerade aus. Die gute Frau sieht natürlich irgendwie ein bisschen... muskulöser aus und so. Aber ich finde die... Ich finde die eigentlich ganz... Ich habe mich mal für eine Frau entschieden, tatsächlich. Geil, ne? Weil sonst bin ich mal Typ gewesen. So. Warte mal. Nacktheit, was ist das denn? Teilweise voll... Teilweise? Was soll denn toll voll... Hä? Mal voll, mal gucken, was passiert. Dann krieg ich wieder... YouTube-Strikes. Ey! Boah, Alter, irgendwie hackt die... Auswählen. Okay. Ja. Hä? Wahrscheinlich geht das gar nicht. Ich weiß nicht, warum das... Guck mal, hier geht der doch zurück. Gehen wir auf teilweise. Aber ohne speichert er einfach nicht. Mir kam das von mit der Musik auch so vor, als hätte er die Musiklautstärke auch nicht gespeichert. Ja. Namensschild anzeigen, Dings. Alle Schilder anzeigen, Schilder anzeigen, Schilder. Mit allen Teilen Biografie austauschen, ja. Ja. Keine Ahnung. Nee, das haut nicht hin. Guck mal, das haut nicht hin. Das ist ja witzig. Man hat eine Möglichkeit, irgendwas reinzumachen. Und dann ist es wieder weg. Seht ihr das? Warum macht er das? Auf zurück macht er dann teilweise. Interessant. Warum interessiert er sich eigentlich nur für die Nacktheit gerade? Wahrscheinlich muss er Spiele neu starten oder so. Ich weiß das gar nicht. Aber vielleicht im Allgemeinen ja, ne? Fortschritt, Tagzyklus. Ich finde... Warte mal, Nachtzyklus finde ich... Oh. Kann ich das nicht ändern? Wie kann ich da jetzt rauf? Scrollen, ja, schön. Hat nicht ganz geklappt, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Tag und weniger Nacht. Ich finde nachts immer sehr anstrengend, finde ich. Okay, ist halt so. So. Wir brauchen Zufluchtsort. Also, ihr habt es gesehen, Conan hat uns befreit. Wenn ich immer so an Conan denke, denke ich immer an Conan der Barbar und an Arnold Schwarzenegger. Also dieser Remastered-Film, der spielt für mich eigentlich so gesehen gar keine richtige Rolle. Eigentlich brauche ich gar keine Dings, ich kann eigentlich Steine weghacken. Also ich glaube, von dieser Richtung kamen wir her. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung, aber ich habe da... So. Das Geile ist, hier kann man auch klettern an so ein Shit, ne? Das ist schon echt genial gemacht. Ich möchte sie, also ich finde uns hier so hübsch, den Charakter, ich möchte den gar nicht anziehen irgendwie, ne? Ja, muss man ja mal sagen, ne? Muss man ja gedrückt halten, geil. Oh! Das sollte natürlich dann nicht passieren. Oh. Da dieser Drache oder was ist das? Können wir den angreifen direkt oder sollten wir uns dann lieber dran vorbeimogeln? Das ist hier die Frage, ne? Geil, man kann sich aber tatsächlich abfangen dann. Mega gut gelaufen. Wie kann man sich denn entdücken? Wie duckt man sich eigentlich? Mal so gefragt. Ich finde das gut. Okay, wie auch immer das gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Was denn da gehen? Ah, man duckt sich mit Dreieck. Alles klar. Wieder was gelernt. Wer bist du? Greift er mich jetzt an oder so ein Shit? Nein, nein, sowas macht er doch nicht. Wow, aber so groß wie der war, hätte er uns bestimmt fressen können. Was hat er denn da gehabt? Oh. Kann man ihn ausluten? Oder hier draufhauen, oder? Warte. Das sieht ein bisschen albern aus, wie sein Unterschenkel da fehlt, ne? Drücke X und in der... Ja, aber er haut nicht wirklich hin. Was schade ist, ich dachte, ich krieg hier mal was. Okay. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das Spiel ist von 2017. Auf die Konsole kam es raus. Muss ich lügen.
Ich glaube, 2018 meine ich auch irgendwann mal. Hatte mich eigentlich gefreut, aber 2018 gab es auch wieder so hammer viele Spiele, dass ich gesagt habe, oh, okay, das muss ein bisschen warten, wir spielen es anytime. Und jetzt ist anytime. Vorgestern Zeitpunkt gut getroffen. Wie gesagt, ich will zum Koop nachher mit meinem Cousin spielen, der Cousin sitzt irgendwo woanders, 100 Kilometer weiter. Also wir werden hier nicht in Splitscreen spielen. Ich glaube, das Spiel kann man auch gar nicht in Splitscreen spielen. Wir werden das dann so zusammen datteln. So, das wäre natürlich hervorragend, wenn wir Leder finden würden, damit wir uns eine Trinkflasche machen können. Da hängt doch überall Leder, Alter. Diese ganzen mumifizierten Idioten da, die können wir doch wunderbar... Aber ich glaube, das macht keiner, ne? Es sei denn, ich hätte diesen Kannibalengott gewählt. Ich bin übrigens ein Nordmensch. Und bete auch den, wie heißt er, Yggdrasil, ne, Yidrim, auf jeden Fall an, Nordmensch, halt, so, also Nordgott, Gott des Eises und des, Wassers, naja, und wir bräuchten vielleicht auch mal Wasser. Das ist gut, dass man hier auch tatsächlich Pflanzenfasern, guck mal hier, Handvoll Insekten, kann ich die denieren? Mal so gefragt, warte mal. Oh, ich habe die gemampft. Ja, das ist super. Und wie kann ich denn mich heilen? Na klar, immer. Rein damit. Was haben wir hier? Arbeitsbiene. Kann man die essen, oder? Schmeckt gut. Hier kommt eine Oase oder sowas in der Richtung. Hier haben wir noch kein Tier gesehen oder so. Was wir mal da wirklich jagen könnten. Hier haben wir aber Holz. Der Kampfmodi ist auf jeden Fall ziemlich geil, wenn man keine Waffen dabei trägt. Wie legt man die ab? Gar nicht. Offensichtlich gar nicht. Okay. Wir können auch Kickbox machen. Die Musik wird hier gerade sehr arabisch. Oh, dafür war es nicht geeignet. Warte mal. Sollen wir schon reinfuchsen noch in das Spiel? Yay. Oh. Ja, wie sie die geilen mit den Dingen rumschmeißen, Alter. Yay. Yeah. Den Baum nehme ich jetzt ab, hätte ich mal gesagt. Den Felsen. Kann ich nicht, okay, ich kann keine Landschaftsdekoration umgestalten. Ist jetzt auch nicht unbedingt von großem Belang. So, Crafting-Menü ist hier. Ich habe mir diesen Schatten ausgesucht, weil ich finde, weil wir sowieso Nordmenschen sind. Geil, guck mal, hier kann man sich was schon bauen. Ja, cool. Aber eigentlich, oh, das ist die Weltkarte. Ach, die ist aber groß, ne? Guck mal, hier sieht es ganz, ganz warm aus. Und hier sieht es ein bisschen kuschelig aus. Lass uns mal versuchen, wo sind wir? Wir sind hier. Und da sind wir gestartet, oder was? Die schlechte Straße, ja richtig, genau. Lass uns mal versuchen, hier in Richtung Oase hier zu gehen. Ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der irgendwie in der Hitze ist. Markierung zu fügen, was die Markierung auch immer bedeuten mögen. Aber eine Markierung, Mann. Macht ja keine, okay. Hier vorne, diesen Zapfen möchte ich gerne besuchen. Egal. Da setzen wir jetzt die Markierung hin. Haben wir eine Minimap hier oben drauf? Wenn ich mich hier drehe und so? Nee, natürlich nicht. Ist ja nur nicht ganz vorteilhaft, ne? Ach, komm, wir beschweren uns aber ja nicht. Die zerstörte Brücke. Wollten wir auf jeden Fall schon mal einen Wasserschlauch machen. Guck mal, das ist auch wichtig, dass man hier ein bisschen was zu futtern findet. In Form von Insekten, was vielleicht nicht ganz so appetitlich erscheinen mag, kann aber sehr nahrhaft sein. Das sind Geräusche, die ich nicht cool... Vor allem ist der nicht alleine einfach mal so. Und da hinten ist noch ein Mensch. Ah, da sind so Menschen. Okay, denn... Das sind aber viele, ne? Die Menschen böse? Komm! Oh! Ah, ich wollte das doch nicht, ich wollte doch nur helfen! Alter, wieso...
wieso schleiche ich jetzt so? Wieso sneak ich jetzt so weg? Das ist echt shit. Okay, jetzt sneak ich ein bisschen schneller. Ich hoffe mal, ihr könnt nicht schwimmen. Bluten. Wie kriegt er mein Bluten weg? Ich wollte doch nur helfen. Okay, mein Bluten ist schon mal weg. Ich hoffe, hier gibt es keine Krokodile, sonst kann man da untertauchen oder so? Aha, tauchen. Ich könnte dieses Wasser auch trinken. Stand da gerade. Das habe ich mir gerade bloß eben halt verpasst, das wirklich zu lesen. Also willst du mir helfen? Oh, Krokodile! Ach mein Gott. Wenn man denkt, es wird nicht schlechter, ne? Oh Gott, wir sind müde. Lass uns mal ganz kurz verstecken. Das ging ja gerade noch gut. Habe ich Lust auf ein paar Insekten? Ah, ich habe eine Idee. So, wenn man das so macht, dann wird man die Waffe los. Weil man hat hier nämlich einen ziemlich geilen Fight-Modus. Und zwar wirklich hier, wirklich... Kombination. Das war ich jetzt, ne? Okay. Wir kamen nicht die Idee, dass die böse sein könnten. Und was ist das für ein Tier? Lass uns mal angreifen. Alter, ich mach gar keinen Damage, aber der umso mehr. Können solche Tiere schwimmen? Nee. Okay, wir haben hier tatsächlich... Warte mal, wenn... So. Hallo Fremder, du Freund oder Feind? Oh. Alter, kommen ja noch alle gleich irgendwo hergeschossen, ne? Das kann's ja nicht sein. Aber das liegt daran, weil ich da im anderen backern wollte. Okay, wir müssen uns offensichtlich irgendwie mal Speere craften oder so. Eine geweihte Waffe beschaffen. Oh Gott, das gibt's ja gar nicht. Was ist das jetzt, dieser Balken, der da jetzt abläuft? Das ist was Böses. Ich glaube, wir pennen hier gleich ein oder sowas. Okay. So eine Ausdauergeschichte war das gerade wahrscheinlich. Aber man hat gesehen, wenn ich da mit den Fingern dabei gegangen bin, hat es mehr Damage gemacht auf jeden Fall, ne? Ja, aber hier bin ich ja total ein feindlicher Dings. Die sind ja überall Feinde, Alter. Das kann es doch nicht sein. Natürlich am Wasser, ist ganz logisch. Wenn ich mich da... Da hätten es auch natürlich wieder Monster, ne? Wir sollten uns irgendwo definitiv trotzdem niederlassen. Müssen wir ein Fundament herstellen, vielleicht? Kann das sein? Warte mal, wie komme ich denn jetzt rüber? Pflanzenfaser. Holztür. Oh, bitte. Da ist ein Bett. Faserbett. Aber ich hätte gerne ein Fundament hergestellt, erstmal. Sandsteindecke. Davon habe ich ja noch nichts. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Reparaturhammer. Steinpickel. Aber ich kann mir noch keinen
Keine Waffe, ja gut, dann lass uns erstmal ein Bett herstellen, ist auch erstmal scheißegal. Der Watterschlange. Aber wann wird das dann fertig gebaut? Boah. Kann ich nicht. Fehlt mir dafür noch irgendwas? Was sollte mir dazu fehlen? Wo sind eigentlich das, was ich dabei habe? Da oben. 97 Dings, Knüppel und was ist das andere jetzt? Das ist irgendwas anderes. Scheiße. Das habe ich natürlich nicht am Start. Müssen wir jetzt warten, bis die Nacht vorbei ist, wa? Oder oben wohnen auch Leute. Überall wohnen Leute, ey. Das kann doch nicht sein. Die Nacht. Ist so fürchterlich. Okay. Dann. Ah, was ist das? Das ist das da oben. Jetzt sehe ich das gerade. Das hier. Ein Zwirn. Und dafür, damit kann ich mir ein Bett machen. Na, siehste, wieder was gelernt. Das ganz schnell mal eben. So. Aber ich finde den Platz hier ziemlich geil. Aber wenn ich mal sehen könnte auch, ne? So, pass auf. Das ist ein Stein. Belagerung mit anderen Objekten. Ich finde das gar nicht so cool irgendwie mit. Okay. Autoanpassung, platzieren, Baumodus verlassen. Kann man den drehen? Ah ja, genau. Okay, platzieren. Kann ich kaputt machen? Kann ich was weiß ich was machen? Was ist das? Ein Bett oder... Was ist das? Aufsammeln, klar. Okay, es wird direkt wieder Tag. Ich wollte eigentlich hier mal hinlegen. Ah, es ist ein Spawnpunkt tatsächlich auch. Na, das ist ja mal was Geiles. Was ist das? Abbrechen, okay. Das ist schön, dass solche niedlichen Monster in unserer Gegend so grunzen können und so, ne? Ich finde es praktisch, sich hier in der Nähe am Wasser einen. Warum kann ich noch keine Waffen? Aber nur Attribute. Stärke, Beweglichkeit, Präzision. Kosten 1. Wie viel habe ich denn? Bewegungsmalus. Wie viel habe ich denn? Ach, da habe ich verspannt. Wir sollten als Kämpferin, also bei mir ist Vitalität. Oh, das war schon eine. Dann machen wir noch mal einen. Und dann möchte ich gerne die Stärke haben. Das nächste Mal gibt es nämlich einen vom Latz. Beweglichkeit. Gut. In Ewigkeit. So, was haben wir jetzt hier? Wir können hier Fackeln für die Wände machen. Schnell Fackeln, Fackeln, Fackeln. Auf jeden Fall. Gut, überleben. Waffen, das ist, wenn man sind. Was ist das denn hier? Ein Steinschwert. Naja, besser als nichts, ne? Aha, Stufe 7. Okay, hier steht's drauf. Ne, warte mal. Und dann kann ich explizit jetzt umschalten auf Werkzeug und Fackelträger, bla. Fackel, blub, blub, blub. Ja, ich brauche natürlich erstmal. Verteidiger. Schläger. Heftmacher, was macht der denn? Angriffe, achso, okay. Scharmützler. Steindolche. Hier, sowas wäre ja meins, ne? Stahlwurfaxt. Im Allgemeinen so kleine Kampfäxte, nicht so großen hier. Das ist ja gleich. Bogenschießen, ja, da müssen wir gleich. Waffenschmied, okay. Kann ich jetzt überhaupt erstmal eine Axt machen oder sowas in Richtung? Also eine Kampfaxt, irgendwas zu kämpfen? Meinetwegen auch ein Schläger oder so? Aber hier sind ja überall Schlösser vor. Was ist das denn hier? Okay. Das sind ja hübsche Sachen, die man so machen kann, ne? So, Krieger. Kann ich hier irgendwas
Wählen. Nächste Rezeptseite. Aha. Nächste Kategorie. Ich hätte gerne ein Schwert. Wenn es ein Steinschwert ist, ist das scheißegal. Wieso kann ich den Rüstungsmacher? Weber, okay. Ja gut, ich könnte mir natürlich Rüstungen herstellen. Ah, hier, guck mal, was ist das? Steindolche. Steinschwert. Das wird schon mal ein Anfang. Kann ich da keine Attributen vergeben? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier irgendwas ziehen oder so? Auch nicht. Ich hätte gern das mal gelernt, irgendwie. Erfordert, bla bla bla. Mhm. Sagt mir so nichts. Werte, das sind wir. Reise. Landkarte. Oh, jetzt sind wir dabei schon wieder Task geworden. Und wir können immer noch keine... Ah, sortiert nach... Aha. Das sind Sachen, die wir aus was weiß ich auch, aus welchen Gründen schon mal herstellen. Bingo. Steinkeule. Wir könnten auch mit der Keule uns wehren. Wir könnten uns mit einem Feuersteinpfeile... Die könnten wir alle herstellen. Das ist natürlich echt genial. Lass uns doch mal versuchen. Was fehlt dazu? 5 von diesen Dingenskirchen. Okay. Wenn es nach mir ging würde, würde ich mir natürlich irgendwie ein Speer oder sowas bauen oder Pfeil und Bogen. Kann ich den jetzt bauen? Ja. So, wollen wir mal gucken. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere eigene Waffe. Und jetzt gibt's auch auf die Fresse. Jetzt gehe ich ja jemanden verprügeln. Das wäre einfach gesagt als getan, aber... Ich lasse mir hier sowas einfach nicht mehr gefallen. Ich will hier nicht rumgemobbt werden. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich mal Nein sage. Nein zu Demut, Nein zu was. Das ist ein dicker Baum. Hier kann man sich das so schön machen. Was sind das für Biester da hinten, ey? Und davon gibt es so viele. Uiuiui. Aber irgendjemand, ich muss noch mal Erfolgserlebnis haben. Ich muss noch irgendjemand mal töten können. Einfach mal so sagen, so, jetzt habe ich jemanden getötet und, ich bin jetzt hier der Hero. Warte mal, kann ich erstmal, ach so. Wir gehen mit mehreren Leuten immer los. Okay, gibt's richtige Kombos, ne? Und der ist immer noch der Kickbox-Box. Was willst du denn? Echt jetzt? Ich krieg den fucking Hasen nicht getötet? Was ist denn das? Na, hoffentlich hat die Mami das nicht gesehen. Das wird die Mami sein wahrscheinlich, ja? Die fette Krüppel. Mein Gott. Kann ich den auch denn irgendwie abernten oder so? Davon was essen? Was ist denn das jetzt hier? Eier kann ich hier klauen. Ein Ast. Und kann ich damit auch wieder irgendwas veranstalten? Warte mal eben. Vielleicht mit einem. Mit einer. Da kommt aber kein Loot bei raus. Mal gucken. Und wenn ich das mit einem Messer mache. Oh, damit mache ich noch mehr kaputt. Es blutet einfach noch mehr. Okay, wovon kann ich mich denn so. Allgemeinmäßig so ernähren? Kriege ich meinen Arsch. Wow, er ist ganz schön stark, ne? Ah,
Kann ich damit denn irgendwas Nebenhand wecken? Spezialangriff? Gut, okay, das haben wir schon mit. Ach, ausweichen könnte man ja auch mal in die Optionen oder mal in die Auswahl mit einbeziehen, ne? Aber da muss doch irgendwas bei rauskommen. Ja, Tierhaut. Dein Magen knurrt. Ich habe Insekten noch gegessen. Und was? Kann ich das so und dann? Lebensmittelvergiftung. Ach, hey, je. Ja, für solche Sachen gibt es normalerweise immer ein Feuer, ne? Aber ist doch frisch gewesen. Muss mal ganz kurz mal gucken, dass ich hier bei meiner Base irgendwie ein Lagerfeuer aufstelle. Es ist jetzt nicht die optimale Base, ne? Das ist ja ganz klar. Aber wir müssen uns ja ein bisschen so ein kleines Grundgeschäft zusammen sparen, hätte ich mal gesagt. So ein kleines Grundgebäude. Wo habe ich denn jetzt meine... Da. Da müsste ich auch mein Lagerfeuer hinbauen. Geschweige denn, ich kann's. Das ist natürlich der gute Plan dabei. Wenn ich es nicht kann, dann wäre es natürlich echt ein Problem. Hier kann ich schon mal Fackeln aufstellen. Das ist schon mal ziemlich geil. Aber Lagerfeuer wäre natürlich auch spannend, oder? Ehrlich? Lagerfeuer. Boah. Essen warm machen und so. Hab ich... Was ist denn das hier? Samen. Also Wasser, habe ich Durst? Kann ich damit was machen? Ah ja, warte mal, und das will ich da. Okay, das ist die Karte. Was ist das? Ach, das sind eben... ja gut, okay, für online wahrscheinlich. Ach, guck mal, hier könnten wir auf diesen... Was wahrscheinlich im Allgemeinen manchmal vielleicht so gar nicht mal so übel wäre. Aber mir persönlich gefällt dann mehr so diese Einstellung, ne? So, ich hätte gerne ein Lagerfeuer irgendwie und dann möchte ich mich mal gerne heilen und so. Wie kriege ich ein Lagerfeuer zusammengebaut? Attribute kann ich ausgeben. Ja. Ich finde stark sein damit. Okay, das hat direkt mal zwei Sachen gekostet. Ich finde stark sein damit ziemlich cool. Werte. Haus. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Überleben. Lagerfeuer. Kleines Lagerfeuer zum Kochen. Und sich zu wärmen. Habe ich das jetzt gelernt? Ah, wenn ich grün ansticke, dann ist es gelernt, oder was? Warte mal, da hat er. Habt ihr das gesehen? Und die Holzkiste. Yay! Ein Holzschild? Es wird immer geiler, Freunde. So, wo ist jetzt mein Lagerfeuer gewesen? Da. Upsi. Regeneriert sich. Achso, weil ich... Habe ich was gegessen? Oh, ich wollte die Eier nicht so essen. Ich wollte eigentlich... Wo ist mein verdammtes Lager? Da. Ach, hey. Da. Da haben wir ein Lagerfeuer. Was können wir da... Was müssen wir dafür machen? Alter, Speere, ne? Steinspeer, den machen wir uns. Den machen wir uns noch als Waffe. Was brauchen wir dafür? Holz und Stein haben wir doch genügend dafür. Herstellen. Na, Logo, geht ab, Mann. So. Machen wir es hier. Das ist, glaube ich, scheißegal, ne? Das stört uns nicht. Hier direkt? Nee. Machen wir. Was, ist das ein Motorboot? Lagerfeuer öffnen. Interagieren. Okay, da könnte ich jetzt, wenn ich hätte, Fleisch reinschmeißen. Und, warte mal, dafür brauche ich sicherlich Holz, ne? Moment. Aha, geben. Und wie mache ich das jetzt an? Brennstoff, Brenner. Und ich dachte, okay. Hat wohl gereicht. So, ich denke mal, wenn ich das jetzt anwerfe, so. Oh, komm schon. Hä? Kann ich da nicht rauf? Ich schmeiße jetzt ab.
Wie mache ich das denn an? Das brennt ja noch nicht. Darf ich mal wissen, wie das geht? Aha, hier kann man... Ah, hier seht... Fleisch und dann, dann muss ich den Button drücken. Also das heißt, ich muss zwangsweise jetzt wirklich Fleisch finden. Und dann kriege ich, ich dachte, ich koche hier auch Eier. Da kann ich die Eier so wegsnacken, das ist nicht so schlimm. Lass uns nochmal so ein Tier jagen. Warte mal, können wir nochmal so ein Speer craften? Ein Speer würde ich, glaube ich, viel geiler finden, irgendwie. Wo ist der denn? Da. Ah, guck mal, hier könnten wir uns, also grobe Fußwickel, genau. Nice. Nämlich das nämlich lieber. Wo ist das? Da. Okay. Oh, da sind Menschen. Lass uns die mal töten. Nein! Das ist ein Untergang. Halt er auf. Oh, oh, den habe ich, glaube ich, ein bisschen... Mein Gott, ich krieg den nicht zu fassen, den Pisser. Ich kann ihn nicht kriegen. Warum kriegt ich den denn nicht? Ich will ihn aber haben noch. Ich gebe noch nicht auf. Mein Gott! Kann man davon irgendwas... Wie hatte ich das nochmal? Plündern. Habe ich den geplündert jetzt? Ja. Das sieht aber gar nicht so gut aus bei mir gerade, ne? Da essen wir halt echt noch ein paar Käfer zu. Das schmeckt gut dazu. Das war gut der erste richtige Fight gegen Menschen, ne? Boah, der sieht aber... Das da. Was sind das? Samen? Alles nehmen. Okay. Das mit den Speer habe ich mir gerade ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte nicht, dass sie den wirft. Ich dachte, mit denen kämpft sie. Lass mal kurz die Tiere hinten. Ich brauche Fleisch. Nun, Menschen essen. Hä, warte, Moment mal. Wo war denn die Ego-Ansicht? Konnte ich auf einmal nicht mehr drücken. Das ist echt ärgerlich. Ich krieg den... Das Problem ist, Kadaver plündern kann ich nicht, aber kann ich nicht zacken? Was muss ich das Stück hackeln? Jetzt ist er weg. Na, das ist aber toll. Jetzt habe ich was, also. Okay, jetzt habe ich Tierhaut. Nun, ein Schild habe ich auch noch. Nutze es doch. Kann ich das nicht irgendwie... Wie benutze ich das? Ja, mehr. Und dann kann ich das... Habe ich das denn drin im Menü? Nee, warum auch immer. Aber mein Lagerfeuer. Wieso sind denn mein Lager? Wieso habe ich mein Bett und mein Lager da mitgenommen? Oh, Moment mal, haben die was im Lager da? Ach ne, ich habe deren wahrscheinlich geklaut, ne? Oh oh. Ich krieg das Viech nicht Das ist. Was ist das mit den Hasen? So. Jetzt habe ich noch Durst. Wie kriegt man. Oh! Bin ich gestorben? Woran? An Durst jetzt, oder was? Bett. Ich will zurück im Bett. Bettrolle?
Okay. Du wurdest getötet durch Durst. Das ging aber flott, ne? Da hat er mir gar keine Zeit gegeben. Aber kann ich denn... Oh, alles weg. Wie kann ich trinken? Wie kann ich denn trinken? Das wüsste ich gerne mal. Du wirst ja auch von dem Bett trinken können hier, ne? Vom Bett, von dem Wasser, meine ich. Aber das muss doch mal unter den Einstellungen zu sehen sein, warte mal. Einstellung. Blocken, Gebäude, Verknüpfung, First Tagebuch, am Morgen gerade bewegen, ein und aus. Wahrscheinlich brauche ich dafür dieses. Ach so, ich hätte mir auch schon längst einen scheiß Wasserschlauch machen sollen, ich Horst, ne? Und jetzt habe ich es natürlich. Gibt es da meine Leiche irgendwo, die ich nochmal plündern kann? Sieht das geil aus. So, jetzt habe ich eigentlich alles. Momentchen. Achso, habe ich alles bei mir dabei, ne? Ah, ich habe doch einen Wasserschlauch. Aha. Aber die Frage der Fragen sind immer noch da. Wie fülle ich die denn auf? Das interessiert mich jetzt auch noch mal. Da blubbelt was so. Und ich jetzt hier. Und dann gehe ich hier rauf. Das muss doch einen Schnellslot geben, irgendwie, dass ich den auffüllen kann. Mehr. Info, geil. Nur die Haltbarkeit und Gewicht steht drauf. Das ist sehr interessant. Okay, ich trinke davon die ganze Zeit. Ich hätte aber gerne mal das Wasser aufgefüllt. Huch. Oder kann ich da unendlich draus trinken? Was natürlich nicht schlecht wäre. So, dann lass mal gucken. Wie füge ich denn meine Sachen wieder so hinzu, dass ich die jetzt gleich automatisch in mein Menü drin habe? Nein, nicht ablegen. Nein, nein, nein. Dass ich die in mein Menü hier drin habe? Den Slot? Das wüsste ich gerne. Das finde ich aber auch gleich raus, liebe Leute. Und ja, schaltet dann wieder rein. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Wahrscheinlich schreibt ihr, du bist voll lieb, das musst du dumm dumm machen. Nein, ich kann das ja nicht von vornherein wissen, alles. Was frisst ihr denn da? Ich kann es ja von vornherein nicht wissen, dass das, ne? Also, Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao.